Es ist natürlich immer leichter, einfach rauszugehen und sich wieder in den Nationalstaat zurückzuziehen. Aber es gilt das Gleiche, wie es auch in einer Familie gilt. Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir eben auch zusammenstehen. Und nur so wird man nach einer Krise auch gemeinsam stärker. So. Es wurde ja keiner terrorisiert an der Stelle, Herr Kleinwächter. Fakt ist, wer rausgeht, ist eben draußen und muss auch so behandelt werden. Dass Sie, Herr Gauland, bei der Rede des israelischen Präsidenten zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz offenbar demonstrativ geschlafen haben und dass Ihre Kollegen in den Ländern die Finanzierung der Gedenkstättenarbeit beenden wollen. Das zeigt doch, was Sie in Wirklichkeit von unserer deutschen Verantwortung und dem Existenzrecht Israels halten. Immer dieses Gelaber über die Juden, ich kann diesen Rotz nicht mehr hören. Das sind die Worte Ihrer Anhänger. Das ist von den Juden so gewollt. Sie sind die Staatsmacht. Oder sollte mal verboten werden, immer von Neuem zu erinnern. Das kommt Ihnen bestimmt auch bekannt vor. Oder, und hören Sie gut zu, was Ihre Anhänger unter Ihren Facebook-Kommentaren schreiben. Ich zitiere, den Holocaust gab es doch gar nicht. Unwidersprochen, dieser Kommentar. Und wenn Sie 10 weitere Arbeitskreise in der AfD für Juden gründen und sich bürgerlich anpinseln, das ist Ihr wahres Gesicht und das wissen alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land. Und Frau von Storch hat den Ausschuss ja schon früh aus purer Lustlosigkeit verlassen. Wenn es Ihnen mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus wirklich ernst ist, ja, dann machen Sie doch mal richtig mit im Untersuchungsausschuss und schicken nicht jede Woche einen anderen Abgeordneten zu den Sitzungen. Legen Sie mal Ihre geistige Vollverschleierung ab und lesen Sie die Akten. Ja? Dann sind Sie vielleicht doch in der Lage, den Zeugen ein paar kluge Fragen zu stellen und etwas zur Aufklärung beizutragen. Vielen Dank, lieber Kollege Amthor, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben darauf verwiesen, oder so war zumindest Ihre Rede zu verstehen, dass der Extremismus von rechts dem von links aufs Haar gleiche. Ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, aber Sie scheinen ein Anhänger der Hufeisentheorie zu sein, die eine Gleichsetzung beider Formen des Extremismus vornehme und damit auch die Formen der Gewalt, die damit möglicherweise einhergehen. Halten Sie dies nicht für eine gefährliche Gleichsetzung und damit intendiert auch die Möglichkeit einer völligen Verharmlosung der extremen Gewalt von rechts? Mir ist beispielsweise keine Gewalttat von links bekannt, die etwa eine Moschee oder eine Synagoge angreift, sehr wohl aber Letzteres in Bezug auf Halle von rechter Gewalt. Wie schätzen Sie das ein und habe ich Sie da richtig verstanden? Frau Kollegin de Ridder, ich bin nicht zuallererst ein Freund der Hufeisentheorie, aber ich bin ganz fest überzeugt, ein Freund unserer Verfassung und des Verfassungsschutzes. Und dazu gehört eine klare Haltung gegen jede Form von Extremismus. Und es wundert mich dann doch sehr, dass man jetzt auch in der SPD scheinbar hier diese Theorie nutzt, genauso wie man den Befürwortern sozusagen einer klaren Haltung gegen Rechts- und Linksextremismus vorwirft, dadurch Rechtsextremismus verharmlosen zu wollen. So versucht man doch auch mit dieser Theorie Linksextremismus zu verharmlosen. Und für uns gibt es da keine Abstriche. Das, was strafbar ist, das, was sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, das muss bekämpft werden. Und dafür stehen wir mit fester Überzeugung. Und ja, das können Sie ja gerne rufen, aber ich glaube, es ist doch bezeichnend, dass man sich hier, wenn man klar gegen Extremismus vorgeht, angesprochen fühlt. Das müssen Sie mit sich zuallererst selbst ausmachen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Ulrich Lechte. Sehr geehrte Frau Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Habe ich das innen vergessen? Ja. Das tut mir leid. Woran es liegt, nicht von der Zeit abziehen, bitte. Viele Menschen, die haben ihr Vertrauen in die Demokratie verloren durch diese Wahl, die zwar formal demokratisch, aber gegen alle demokratischen Grundwerte war. Es ging um Macht um jeden Preis.
mit dem Ziel, auf Biegen und Brechen Bodo Ramelow zu verhindern. Ein Ministerpräsidenten mit höchsten Beliebtheitswerten, weil er in Thüringen eine sozial gerechte Gesellschaft gestaltet. Akzeptiert bis in konservative Kreise. Und die CDU hält bis heute in völliger Verantwortungslosigkeit ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aufrecht. Sie verweigert jede Zusammenarbeit mit der Linken. Aber die CDU wiederholt wie ein Mantra die nachweislich falschen Behauptungen, dass die Linke ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet hätte, dass wir keine Demokraten seien. Absurd! Absurd! Der Grund, warum die CDU uns ausgrenzt, ist ein völlig anderer. Weil wir, die Linke, dieses Wirtschaftssystem in Frage stellen, weil wir laut fordern, dass Multimillionäre gerechte Steuern auf ihr Vermögen zahlen sollen, weil wir laut fordern, dass grundlegende Dinge der Daseinsvorsorge wie Wohnen, Energie, Gesundheitsversorgung, dass die nicht dem Diktat des Marktes unterworfen werden, sondern in öffentliche Hand gehören. Es ist ein Ministerpräsident mit Unterstützung der AfD gewählt worden. Und das ist genau, sehen Sie, danke für die Bestätigung, warum das genau falsch ist. Ich sage Ihnen noch mal, warum. So twitterte der Sprecher der Abgeordneten der AfD im Europäischen Parlament nach der Wahl in Thüringen, mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich, unter dem Hashtag Thüringen, die Auswanderung Michel Friedmanns rückt näher. Und genau das ist der Grund, warum in Deutschland kein Ministerpräsident mit den Stimmen solcher Leute gewählt werden darf. Und dann wird jetzt wieder vorgetragen, die CDU müsste ihr Verhältnis zu Linken überdenken, gerade in dieser Situation. Es wäre doch langsam an der Zeit. Ja, was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen, ob wir ein anderes Verhältnis dazu haben wollen? Sollen wir als CDU noch mal überlegen, ob Deutschland in der EU bleiben soll, ob wir noch in der NATO bleiben sollen? Meine Damen und Herren, Teile Ihrer Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie haben Teile Ihrer Partei, die sich nicht von Gewalt gegen Menschen distanziert. Was gibt es da zu diskutieren mit uns? Ja, stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Will ich mal was sagen. Wir gedenken heute des Bombardements Dresden, wo Zehntausende Menschen getötet wurden. In einem verbrecherischen Krieg, der von deutschem Boden ausging, damals durch ein Bombardement, sind Tausende, Zehntausende von Menschen gestorben. Und über Twitter verbreitet heute die Jugendorganisation dieser Partei, der Linken, damals, Sie kennen es, Bomber Harris, ein Symbol für die Bombardierung Dresdens. Ihre Jugendorganisation verbreitet heute, ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, Bomber Harris, do it again. Es wird mit Ihnen keine Zusammenarbeit geben, wer so eine Jugendorganisation hat, meine Damen und Herren. Nicht normal ist es in einer Demokratie, das Ergebnis rückgängig zu machen, wie die Kanzlerin es formulierte, weil die abgegebenen Stimmen ideologisch anrüchig erscheinen. Denn Abgeordnete sind in ihrem Abstimmungsverhalten frei. Nicht einmal Walter Ulbricht wäre hier Frau Merkel gefolgt. Bei dem galt noch die Parole, wir müssen alles in der Hand haben, aber es muss demokratisch aussehen. Und das sieht nicht mal demokratisch aus. Der nächste Schritt dürfte dann sein, dass das Kooperationsverbot mit der Linken aufgehoben wird, wie es Herr Günther fordert. Und ich fürchte, Herr Günther setzt sich eher durch als Herr Ziemiak. Denn so seine Logik, die Hufeisentheorie sei falsch. Man könne die AfD nicht mit der Linken vergleichen. Stimmt. An einem Ende des Hufeisens steht eine demokratische Volkspartei. Am anderen Ende stehen die Erben der Mauermörder, die noch immer Enteignung und Sozialismus fordern. Meine Damen und Herren, das war für FDP und CDU kein Ruhmesblatt. Und Herr Lindner, Sie haben kurz darauf, es gab unterschiedliche Reaktionen. Herr Söder war sehr klar, 16 Uhr, sehr klar, sehr schnell. Er hat seine Lektion in Bayern gelernt, wenn man sich zu sehr auch der Sprache der Extremisten bedient. Nicht nur der Themen, auch der Sprache.
Herr Lindner, Sie haben eine Verteidigungs-, eine sowohl als auch, ich war mir nicht so ganz sicher, Rede gehalten, so irgendwie wie immer. Sie haben jedenfalls keine politische Verantwortung genommen. Im Gegenteil, Sie haben Herrn Kemmerich gute Nerven gewünscht und viel Glück. Und jetzt haben Sie eigentlich nichts mehr damit zu tun. Herr Lindner, ich finde, Sie sollten einmal in Ihrem Leben politische Verantwortung übernehmen. Einmal. In Thüringen hat ein freier Demokrat für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren wollen, um für seine fünfköpfige Fraktion ein Signal für die politische Mitte zu setzen. Er wurde aber gewählt mit Stimmen der FDP, der CDU und vor allem Stimmen der AfD. Und dadurch wurden die Motive dieser Kandidatur in ihr Gegenteil verkehrt. Die Freien Demokraten tragen Verantwortung für den Schaden von Thüringen. Dieser Verantwortung haben wir uns aber gestellt und binnen 24 Stunden die notwendigen ersten Konsequenzen gezogen. Anders als hier gesagt worden ist von der Kollegin der Linken, von dem Kollegen der SPD und anders als die AfD zuruft, ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gebunden. Zumal in Thüringen, Herr Gauland, zumal in Thüringen versucht die AfD sich in Anknüpfung an den Nationalsozialismus. Die AfD ist nicht, war nicht und wird nie Teil eines bürgerlichen Lagers sein, sondern im Gegenteil. Wenn Sie von Bürgerlichkeit sprechen, dann wollen Sie sich nur selbst verharmlosen und Sie entwerten den Begriff des Bürgersinns damit. Im Thüringer Landtag haben Sie dann einen eigenen Kandidaten vorgeschlagen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus haben Sie diesen Kandidaten dann selbst nicht gewählt, sondern stattdessen im Geheimen einen anderen Kandidaten. Sie sprechen hier von Normalität und Demokratie in Gauland. In Wahrheit war es Destruktion. Und das ist nicht fein und taktisch, das ist verschlagen und ehrlos, was Sie gemacht haben. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mit Kritik konfrontiert und wir nehmen Kritik an. Wenn aber FDP und AfD gleichgesetzt werden, wenn jüdische Kommunalpolitiker der FDP in Frankfurt als Nazis beschimpft werden, wenn Parteibüros diffamiert und beschmiert werden, wenn die Kinder von FDP-Mitgliedern angegangen werden, dann werden wir uns zur Wehr setzen. Nächste Rednerin in der Debatte für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Katrin Göring-Eckardt. Unterlassen Sie bitte diese albernen Zwischentöne, die Sie da gerade äußern. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, man braucht nur vier Buchstaben, um eine klare demokratische Haltung klarzumachen. Nein. Nein sagt man zu Faschismus, nein sagt man zu Rechtsextremisten und nein sagt man zu Ihnen von der AfD, meine Damen und Herren. Ich bin ja Teil der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Und deswegen, jetzt drehen Sie völlig frei, ne? Und deswegen ist es mir ganz persönlich nicht leicht gefallen, Verhandlungen mit der Linken in Thüringen zu führen vor der letzten Legislaturperiode. Ich will das ganz persönlich sagen, weil das nur ging aus einem einzigen Grund, weil sich die Linkspartei dort mit ihrer Vergangenheit als SED-Nachfolgepartei auseinandergesetzt hat. Ich sage Ihnen das und bitte Sie, es nachzulesen. Als jemand, der Bündnis 90 mitbegründet hat, als jemand, der für die Demokratie auf die Straße gegangen ist in der DDR. Liebe
Liebe Kollegen und Kolleginnen, dies ist ja eine handfeste Debatte und Aussprache. Und es liegt mir fern, sie abzuwürgen oder zu reglementieren. Aber die Geräusche, die Sie vor der Rede von Katrin Göring-Eckardt gemacht haben, deuten darauf hin, dass Sie einer Rednerin nicht den gleichen Respekt entgegenbringen wie einem Redner. Und das werde ich als Präsident immer unterbinden. AfD und Linke wollen keinen Politikwechsel, sondern einen Systemwechsel. Sie wollen ausweislich ihrer Parteiprogramme den demokratischen Verfassungsstaat überwinden. Sie wollen ein anderes Gesellschaftssystem abseits unserer bewährten Staatsordnung. Sie verfolgen jeweils ihre Ideologie und bedienen sich des Populismus. Ohne Wertekompass und ohne Bekenntnis zur freiheitlichen Demokratie. Ramelow ist kein flauschiger Linker, wie es in der SPD heißt, und der rechte Höcke ist in der AfD kein Einzelfall. Es gibt keinen Platz für Verharmlosung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte vieles in diesem Land für möglich gehalten. Spätestens seit unsere Bundeskanzlerin 2015 gegen jedes Recht und Gesetz die Grenzen öffnete. Aber das, was nach der rechtmäßigen demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich geschah, das hätte ich mir nun wirklich nicht vorstellen können. Und darum sage ich, werte Bundeskanzlerin, Ihr Verhalten und das vieler Ihrer Parteifreunde ist zutiefst beschämend. Sie haben vor aller Welt das Vertrauen in die deutsche Demokratie erschüttert. Und damit haben Sie dem Ansehen Deutschlands erheblichen Schaden zugefügt. Ja, da können Sie krakeelen. Die Wahrheit tut weh. Sie werfen uns vor, wir sägten am Ast der Demokratie. Aber in Wirklichkeit tun Sie es selbst. Ich plädiere eindringlich dafür, dass wir uns zu einem fairen politischen Diskurs zurückkehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Kollege Ziemiak, ich habe das versucht, in der Kürze noch mal zu recherchieren mit dem Tweet, den Sie hier zitiert haben. Das war nicht der Bundesverband oder unser Jugendverband, das war eine Ortsgruppe des Jugendverbandes. So viel dazu. Und ich will Ihnen mal sagen, in dieser Logik, Sie in Ihrer Partei, Sie haben ja einen Arbeitskreis kritische Rechtsradikale genannt, Werteunion. Ich sage auch nicht, dass das, was die sagen und twittern, die Meinung von Paul Ziemiak, der Bundeskanzlerin oder ihrer Fraktion ist. Fake News, was sie hier verbreiten. Um das mal hier gleich vorweg zu sagen. Die AfD, zu Ihnen komme ich gern, Herr Brandner, Sie gehören ja auch zum Höckeflügel Ihrer Partei. Die AfD wählte im dritten Wahlgang ihren eigenen aufgestellten Kandidaten nicht. Keine einzige Stimme hat er bekommen. Sie haben das Ziel gehabt, mit dieser Wahl die Demokratie verächtlich zu machen. Es ist Ihnen leider gelungen. Liebe Linke, Sie instrumentalisieren eine Debatte über die Wahl eines FDP-Abgeordneten Kemmerich und verstecken nicht einmal, dass es Ihnen im Kern gar nicht um die Verhinderung nationalsozialistischer Umtriebe geht, sondern um die Abschaffung von Wettbewerb, geheimen Wahlen und die Beerdigung eines demokratischen Selbstverständnisses. Ausgrenzung ist Ihre Strategie. Sie hassen im Kern die demokratische Kontroverse. Denn ohne Kontroverse, und das kennen Sie gut, gibt es nur eine Meinung. Und Sie haben mit Herrn Höcke in Thüringen einen Mann an der Spitze Ihrer Partei, der nicht nur faktisch den Holocaust verleugnet, der ein Faschist ist und einen Mann, der öffentlich fordert, Maßnahmen zu ergreifen, ich zitiere, die Ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer nach dieser Aussage noch Zweifel hat, dass damit gewaltsame Maßnahmen gegen Andersdenkende insinuiert werden, der verschließt die Augen vor dem Offensichtlichen. Aber eines muss ich Ihnen sagen, und das kann ich nicht nachdrücklich genug betonen. Ich kann Sie nicht nachdrücklich genug auffordern, nicht weiter einen Beitrag leisten, sei es vorsätzlich oder auch nur fahrlässig, zur Geschichtsleugnung der anderen Art. Und damit komme ich zum Ende. Unter dem Unrechtsregime der DDR
haben so viele Menschen so sehr gelitten, sind Menschen gebrochen, Leben zerstört und auch beendet worden. Wir müssen das weiterhin klar benennen, und Sie müssen anfangen, das klar zu benennen. Ein Staat, in dessen Namen solche Verbrechen geschehen sind, hat keine Legitimation. Er hatte nie eine. Er ist ein Unrechtsstaat gewesen. Es gibt an dieser Stelle keine Unterscheidung zwischen undemokratisch und Unrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Turmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.